Wir sind die Klinge der Freiheit! Agonzi! Ursu! Dieses Königreich wurde schon immer von den Agonzi verteidigt. Eine Einheit von Frauen, die aus den Ungewollten Kriegerinnen machte. Auserwählt zu werden, ist die größte Ehre. Was siehst du? Dass wir weit in der Unterzahl sind. Sie wissen nicht, dass etwas Böses kommt. Du verlangst von mir, sie in einen Krieg zu führen. Es gibt Dinge, für die es sich lohnt zu kämpfen. Unser ganzes Leben haben sie uns Geschichten über die Agonzi erzählt. Als Kriegerin musst du deine Tränen töten. Trainiert hart! Kämpft härter! Ihr fürchtet niemanden. Und ihr fürchtet keinen Schmerz. Unsere Narben sind unser Stolz. Sie erzählen die Geschichte, dass wir stärker waren. Wie wir überlebt haben. Wir kämpfen gegen die, die uns versklaven. Wir sind die Klinge der Freiheit. Jetzt kannst du dich an mich erinnern. Was geht hier vor? Stopp! Alles okay bei dir? Achtung an alle Einheiten. Gesucht wird eine gewalttätige 091. Sie ist vor einigen Stunden aus der Jugendpsychiatrie entkommen. Sie ist psychisch instabil und wird als gefährlich eingestuft. Hab verstanden. Hab ich ein Glück. Hast du keine Freunde? Bist da nur du, ganz allein in der großen bösen Welt? Hey, hör zu, ich muss dich mitnehmen, okay? Du könntest also all die Arschlöcher da draußen mit deinem Verstand kontrollieren? Ich meine, wow. Hey, Romeo, greif in deine Tasche und zeig mir deine Wertschätzung. Ich geb dir nicht mein Geld. Bro, was machst du? Gib mir nicht das ganze Geld. Wieso ist sie denn noch hier? Sie kann nirgendwo hin und ich helfe ihr für eine Weile. Was hast du vor? Sie ist eine flüchtende Mann. Stehen bleiben! Wenn ihr das Mädchen seht, schaut ihr nicht in die Augen. Ich weiß, das klingt seltsam, aber tut es einfach nicht. Ich wusste, dass heute Nacht irgendwas Abgefahrenes passiert. Weißt du, mit dem Vollmond spüre ich das in meinen Eierstöcken. Ich schwör's bei Gott. Okay, hier ist Zabibi und ich sende live von der Convention. Jetzt übertreiben die es aber langsam. Was soll denn das hier werden? Hast du schon mal was von Klimawandel gehört? Ich bin ein Umweltschwein! Ich bin ein Umweltschwein! Da haben unsere Eltern ihr Dorf verlassen, um weiterzukommen. Und jetzt bringen die uns das Dorf in die Stadt zurück. Auf die Volljährigkeit! Der einsame Krieger in der Prärie will mit seinen Billo-Anarchisten die Welt verändern. Du wolltest mich doch in meine Zone begleiten. Manche dealen mit Shit und du dealst mit Kartoffeln, richtig? Du begreifst ja echt schnell. Das ist Jar, der Aja wirklich. Streng dich an. Ich will nicht mein Leben lang Leuten beim Sterben zusehen. Sie müssen es genießen. Solange es geht, müssen sie es genießen. Ich werde es versuchen. Das war eine Aktion in deinem Viertel. Das ist echt schön. So schön, um wahr zu sein. Warum denn? Denn gehört die Saat! Die Saat gehört uns! Mademoiselle Sissoko, Sie wollten wohl Revolution spielen. Eure Familie ist ein Vorbild für viele hier, das weißt du. Soll ich mal zu diesen Pennern darüber gehen und sie fragen, warum meine Schwester mit ihnen im Müll wühlt? Scheiß auf dein Leben, aber zähl nicht mehr auf mich. Erreichen wir gemeinsam den ökologischen Wandel, hier und überall. Was wir aufgebaut haben, ist hier drin. Nein, wir wollen einfach nur Klimagerechtigkeit. Der Lebensbaum hat viele Äste. Man kommt nur von einem zum anderen. Sind wir am Ende? Nein! Denn wir geben nicht auf!
Sieh mal, was ich gefunden habe. Was ist das? Samenkörner. Wir sind uns so ähnlich, wir beide. Wir lassen uns garantiert nicht fertig machen von diesem Scheißleben. Aber bild dir bloß nicht ein, du könntest den Lauf der Dinge ändern. Ich habe Fähigkeiten. Die habe ich mir selbst beigebracht. Die Zitadelle liebt die Kontrolle. Wenn sie jeden reinlassen würden, dann hätten sie nicht genug Vorräte. Sie haben uns alles genommen. Ich muss die Samen entschlüsseln. Dann könnte ich sie fruchtbar machen. Wir müssten nie wieder hungern. Ich heiße Camellia. Vespa. Sie unterliegt nicht unserer Verantwortung. Sie ist von der Zitadelle. Sie wird uns dorthin bringen. Los geht's. Pilger, Vagabunden, Banditen. Überlegen Sie es sich gut, wem Sie vertrauen. Die Zitadelle wird kein Erbarmen haben. Das wird mich nicht aufhalten. Vespa, du könntest die Welt verändern. Und genau wegen solch alltäglichen Situationen haben wir unsere Organisation gegründet. Wir sind für euch da. Wir sorgen für ein sicheres Österreich. Schaut so Lernen auf dem Nachtzug aus. Keine Boosternahme. Das war ein Tor. Wir werden dich vermissen. Willkommen. Und du, was möchtest du später mal werden? Österreicher. Willkommen auf dem Steuerdeck, unser ganzes Equipment, unsere Rettungswesten. Where are they? What do you mean? The refugees. Was hat die Mama dazu sagen, wenn sie wüsste, dass du mit einem Moslem zusammen bist, ha? Ich verstehe dich schon, Mohammed. Also, wie heißt du nochmal? I just wanted to help you. If you wanted to help me, then why are you touching me? Wie viel habt ihr schon gerettet? Wir sind noch nicht rausgefahren. Auf alle Fälle sind wir stolz auf dich. Die schon geil aus. We have to go out there. We can't do that unless you want to end up in jail. But we save lives. Dieser Mensch ist brandgefährlich. Der hat sich nicht unter Kontrolle. Sehr beruhigt sein. Er fügt sich nicht. Und was hast du denn erwartet? Ich muss mal kurz die Wahrheit sagen. Ich mach das doch nicht für mich. Sondern für alle. Chief! Ja. Perfekt. Perfekt. A bit. Okay. That's it. Naja, das ist der Grund, warum ich noch da stehe. Weil ihr mich lieb habt. Geht doch immer nur um die Liebe, geht doch immer nur um die Amore. Mehr hätte ich nicht gehabt. Muss ich wieder hin. Hab ich dir jetzt ausgeraubt? Na, du hast dir auch was hergegeben. Ins Himmel konnte, will ich gehen bis sonst an der Welt. Wie lang bist du? Das gehört dir. Das ist überhaupt. Ich möchte Sie daran erinnern, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass man manchmal streitet. Dazu soll ich mich niederknien vor dir, oder was? Nicht schlecht. Man hat schlechte Laune, man verliert sich sogar manchmal. Du warst nicht in meinem Leben jetzt 12 Jahre, 11 Jahre, keine Ahnung. Und man leidet sehr darunter.
Und mit dem Lied, das ich jetzt für Sie singe, möchte ich Ihnen ein wenig Hoffnung ins Herz setzen. Da gehört uns Deutschland, morgen die ganze Welt. Antonio, finisce tutto. La vita è fatta di cose che capitano così all'improvviso. E puff. Puff. Finiscono anche le cose belle. Antonio, voi due siete sempre stati un punto di riferimento. Ci hanno fatto la guerra quando ci siamo messi insieme. E ci fanno la guerra ora che ci lasciano. E devo trovare una casa, Gri. Perché mo ci stanno pure i divorzi gay. Che ci volete rubare ancora, mercoledì di Champions? Sbrighiamoci. Tra poco arriva un tizio a vedere la casa. Immagino ci sia la fila, Ah, ma tu sei il tizio della stanza. Capisco perché devi far limonare da quel fagiano davanti a tutti, guarda. Oh, senti, pensa a tutte le volte in cui ho fatto il palo nei cessi dei locali mentre voi ve le cavate pure i pomelli delle porte. No, è così, la verità, amore mio. Non ci siamo già visti. Può darsi. A te ti serve un apprendista, a lui serve un lavoro, e io cerco qualcuno che mi paghi l'affitto. E poi Antonio è bravissimo in cucina. Ma che ne sai? Quando uno ci prova con te, mi sento a disagio, non ci sono abituato. Fio mio, c'è 30 anni, non 70, anche basta con il lutto. Togliti quel palo dal culo. Tu sai che ne faccio 10 a notte. Se ne faccio 11, resto. Regola numero 1. Non si parla mai degli ex. Quindi andiamo da te? Mai presentare i tuoi amici a quelli delle chat. Una volta e basta. Io cerco una storia seria. Sei tu. Sei tu chi? Sei tu in francese, vuol dire italiana. Next! Thomas? Antonio. Permesso? Te rodo il culo da quando sto con Thomas. Con cazzi tuoi. Perfetto. Vorrà dire che rimarremo soltanto tromba amici. Fin da piccoli ci dicono che per essere felici bisogna essere in due. Poi cresci e ti fa le tue di regole. Prima di cercare l'amore, devi trovare te stesso. Wir geben dir hier die Chance, zum würdigen Mitglied unserer sozialistischen Gesellschaft zu reifen. Du gehörst nicht zu uns. Ich bin auch nicht freiwillig hier. Besser ist, du gewöhnst dich dran. Ich werde nicht in dieser Fabrik bleiben. Und wie kommst du in die Sibylle? Das bin ja ich. Das ist einfallslos und bieder. Wir sind doch hier nicht bei der Brigitte. Unseren sozialistischen Frauen bei der Produktion. Das ist der Titel für dein neues Heft. Gesicht dieses Mädchen hier. Die wollen, dass ich Mannequin werde. Das ist mein Traum. Mensch, bist du schön. Geht das bei mir auch? Du bist Natur, da muss man nicht machen. Jetzt zeig mir, dass etwas Besonderes in dir steckt. Sehr schön. Wollt ihr nicht zum Essen kommen? Wir sind GBA. Was seid ihr? Glamourös, betörend, auserlesen. Ja. Wir machen unsere eigene Modenschau. Rücken gerade, Brust raus. Warum lässt du dich nicht treiben und nimmst, was das Leben dir schenkt? Schönheit ist Provokation, Strenge. Und Schönheit hat ihren Preis. Die Bilder von dir überall. Richtiger Star bist du. Die Modenschau in Leipzig ist die wichtigste des Jahres. Na, dann zieh dich mal warm an, Pippi. Was macht ihr denn da draußen? Post von den Genossen? Ich hab ihn nicht verraten. Was ist es dir wert, deinen Traum zu leben? Entweder du bist frei, dann bist du es überall, oder du bist es nicht. Dann nützt dir auch der Westen nichts.